Wenn ich an Vertrauen denke, dann fallen mir Bilder, Situationen und Geschichten ein. Das kleine Kind, das auf dem Spielplatz vom Klettergerüst in die Arme seines Elternteils springt. Die Jugendliche, die sich trotz Höhenangst auf den Baumwipfelpfad wagt. Der Freund, der aus einem sicheren Arbeitsumfeld heraus in eine neue Stadt geht. Abraham und Sarah, die sich im hohen Alter auf Geheiß Gottes hin in ein neues Land begeben. Die blutflüssige Frau, die einfach nur den Saum des Gewandes von Jesus ergreift und Heilung erfährt. Und auch Petrus, der mitten auf dem See aus dem Boot steigt und auf Jesus zugeht. An dieser letzten Erzählung gefällt mir besonders gut, dass Petrus auch Muffensausen bekommt und droht unterzugehen. Ich finde das sehr menschlich. Jesus aber streckt ihm die rettende Hand hin. Er erteilt ihm keine Lektion. Da ist einer, auch wenn es schwer wird, auch wenn es mit dem Vertrauen nicht so weit her ist, der bleibt mir im Rücken und stärkt mich. Diese Botschaft wird in ganz vielen Geschichten der Heiligen Schrift erzählt und in vielen Lebensgeschichten. Mich daran erinnern zu lassen, das brauche ich besonders, wenn es mal schwer wird. Vertrau mir, ich bin da.